Also im April 1945 bin ich auf die Welt gekommen und wir waren in Bad Scheidtonta und da hat der Bahnwärter den Zug aufgehalten und zwar hat er einfach Signal auf Rot gestellt und hat der Zug müssen stehen bleiben. Und da hat nachher meine Mama mitgenommen bis Zams Haltestelle und nachher ist die Mama zu Fuß ins Spital ausgegangen zum Entbinden. Und bald darauf ist der Zugverkehr eigentlich eingestellt worden. Aber nach meinem letzten Zug von Innsbruck sind die Verwandten, die Haselwander Familie, mit dem Zug noch auf Zams gekommen. Die Innsbruck ist bombardiert geworden und dann ist ja die Bahnstrecke gesperrt gewesen. Oder ist nur mehr gegangen, weil die alles hingerichtet haben, die ganze Anlage für die Bahn. Die haben gewusst, dass die Brücke nicht alle zusammen gesperrt ist, gesprengt wird, wenn sie da der Straße noch fahren. Die Panzer von der Hitler sind bis Bad Scheid gekommen. Und dann ist er zu Grund gegangen und dann sind sie auf die Seite gefahren. Und dann ist fertig gewesen. Und der Jose Haselwander Peppi oder der Cousin und wir zwei sind auch in den Panzer geguckt und haben den Panzer gespielt. Und dann dazu haben wir die Bunk ausgebaut und haben nachher einen Couch draus gemacht. Mit der Mama sind wir ins Oberbad Scheid gegangen zur Kapelle. Weil haben wir mit der Mama Rosenkranz betet, weil sie halt unbedingt gemeint hat, es kann der Vater recht noch einmal kommen. Ist aber leider nicht mehr so gewesen. 44 ist er zwei Monate da gewesen. Im Sommer. Nein, dass sie wollen im Wald verstecken. Und gesagt, Mama gesagt, wie soll das gehen? Da fährt der Zug vorbei. Du weißt, wer da drinnen hockt und wo du den zum Schluss sieht. Und wer soll dir ein Essen bringen? In den Wald auch. Es geht ja über die Wiesen auch. Da sieht jeder im Winter, dass da Spuren gehen. Da gehen sie gleich nach. Da war ja im Dezember auch noch einmal da und dort haben sie das ausgemacht. Gell? Ja, im Dezember noch mal. Einen Tag hergefahren, einen Tag. Da gewesen, einen Tag wieder zurück. Weil die Mama Angst hat, wenn sie jetzt den gefunden hätte, dann wäre der Schuss gewesen. So ja, hat er gesagt, bitte, gell, ja. Wenn Gott will, kommst du wieder heim. Das ist der Mensch, der vor der Haustür schießen, das halte ich nicht aus. Und x-mal ist sie am Bahnhof rausgefahren, weil es geheißen hat, es kommen Kriegsgefangene zurück. Und einmal, da war sie ganz aufgeregt. Da hat sie auch gemeint, da ist ein Name gesagt worden, aber sie hat es nicht richtig verstanden. Wir haben ganz ein altes Radio gehabt, wo man hat ein bisschen hören. Und jetzt ist sie auch gefahren, hat sich schön angelegt und hat gemeint, der Vater Kind. Und dabei war das ein ähnlicher Name. Und da ist halt ganz traurig wieder zurückgekommen. Später, ich weiß nicht, wenn sind die Panzer gekommen, von Zamsachen eigentlich, und wollten in den Brunnen tragen. Zusammenschieben, wo die Mama rausgesprungen hat und gebeten hat, lasst mir doch den Brunnen drauf stehen, oder? Und nachher sind sie aber, haben sie ihn stehen gelassen und sein weit. Das war noch nach dem Krieg, ein paar Jahre danach. Die war ja so als Gaudi durch die Gegend sein mit ihren Fahrzeugen. Die haben ja damals auf ihn aufpassen, nicht? Die sind die Besatzer gewesen und die sind da gewesen bis 55. 10 Jahre. Wir in Bad Scheid haben nicht ganz so viel mitgekriegt wie da zum Beispiel im Dorf. Und dass wir weit weg waren vom Dorf und weit in die Schule gekriegt haben, das war für uns eigentlich nicht so ein Problem. Und auch hat der Lehrer gewundert, wenn man einmal zu spät gekommen ist, weil du bald nicht mehr gegangen bist, weil du ja schon müde gewesen bist und dann noch nass. Dann bist du durch die Siedlung glänzt. Bin ich mal öfter mal zu spät gekommen. Wir sind auch hin und da, was natürlich die Mama nicht wissen hat, dürfen, im Bahngleis entlang gegangen im Winter. Da war ja weniger Zeit wie heute. Oder? Ja, auch weniger Schnee. Und ab da oben auf der Bahnstrecke war weniger Schnee. Und unser Bruder, der Josef, der hat es genau gehört, wenn irgendwelche Schwingungen waren im Gleis. Dann hat er ihn sofort raus vom Bahngleis, oder? Dann sind wir raus und dann haben wir ihn vorbeigelassen und dann sind wir wieder weitergegangen. Mama war mit uns Kinder, drei Kinder, eigentlich ganz viele, nur in Bad Scheid.
Sie hat eine kleine Landwirtschaft gehabt mit Kuh, Schwein, Gas. Und mir hat er nur einen Acker eingelegt, die Erdäpfel, tagelang. Und im Herbst habe ich wieder ausgegraben, ganz allein. Und mir haben eigentlich alle zu essen, haben wir alle genug gehabt. Einmal im Monat ist sie einkaufen gegangen. Zwischendurch vielleicht einmal ein Brot. Sie hat auch selber etwas gebracht. Aber so eigentlich ist uns das alles so schlimm vorgekommen. Schlimm war es eher für die Mama. Nach Jahren ist er nahegelegt worden, dass sie vom Wächterhäusli gehen muss. Ja, weil der Vater war nicht mehr da. Und da hat sie jemanden bei anderen gewählt. Dann hat sie halt betelt. Der Vater hat ein Grundstück gekriegt von der Heim. Schon vorher ist das festgelegt worden, dass sie da könnte Häusli bauen. Und mit dem haben sie sich alle ein bisschen zurück. Hat die Mama können ihn ein bisschen aufhalten, dass sie nicht muss sofort dauern. Und ja, dann hat sie halt angefangen im Patscheid unter, das heißt im Sattel unter. Da haben sie früher von der Lokomotive die Kohle ausgeschüttet, wo sie noch mit Dampflok gefahren sind und jahrelang war das gelagert. Da hat sie in Lesch geholt, mit der Kuh und mit dem Laderwagen. Und weil sie sich auch gedacht haben, wie soll jetzt ich Baumaterial, wie soll ich zu dem Zeug kommen, oder? Allein als Frau. Und dann hat sie mit Schotter vom Inn und mit Zement hat sie selber den abgelöscht, dass sie zum Baumaterial gekommen ist und hat davon Ziegel gemacht. Jeden Tag ein paar Stück. Und nachher, wie sie da die Ziegel und das gemacht hat, dann hat sie sie wieder mit der Kuh, mit dem Karren, auf die Samsauer geführt, die Ziegel, also daher, auf unserem Platz, dass sie auch können bauen. Ja, so war das, die Zeiten. Ja.